herzlich willkommen in der Kochschule Edertal. Dieses Mal im Video Kochtipp Salatdressing, Vinaigrette, klassisches Dressing, grund, solide und einfach. Dazu brauchen wir Essig, Öl, Schnittlauch, etwas Senf, eine Prise Zucker, Zwiebelwürfel, Salz und natürlich den Pfeffer. Kleiner Tipp zu Anfang, erst immer mit dem Essig anfangen. Im Verhältnis 1:3, das heißt ein Teil Essig, drei Teile Öl. Es muss jetzt nicht unbedingt abgewogen werden, aber nur, dass Sie im Hinterkopf ein bisschen das Mengenverhältnis behalten. Dann ist es wichtig, dass Sie in dem Essig würzen, denn das Öl schließt sich um die Gewürze und macht die Gewürze zu. So ist es besser, da können die Gewürze im Essig viel besser aufgehen und das Aroma auch abgehen. Ich fange jetzt hier mit dem Pfeffer an. Etwas Salz, dann die Prise Zucker, denn Zucker ist so der heimliche Geschmacksverstärker aus der Natur. Der verstärkt nochmal die Aromen, in dem Falle jetzt hier von dem Essig und nachher auch von dem Öl und von den Kräutern. Dann kommt der Senf hinzu, das können Sie auch nach Belieben machen. Der Senf dient dazu, die Bindung herzustellen, dass wir hier eine saubere Bindung bekommen und dass das Essig und der Öl sich nicht absetzen voneinander. Dann verrühren wir das Ganze schon mal, dass wir den Essig mit dem Senf und den verrühren. Jetzt sieht man schon, dass sich der Senf schon ein bisschen auflöst und dass das leicht sämig wird. Hier geben wir jetzt das Öl hinein. Ich verwende ein Rapskernöl, weil es sehr nussig ist vom Geschmack. Sie haben aber auch die Möglichkeit, ein Olivenöl zu verwenden oder ein Sonnenblumenkernöl, ganz nach Ihrem Geschmack. Hier im Verhältnis 1:3 und das rühren wir jetzt auch um. Und jetzt sehen Sie schon beim Rühren, dass sich das gleichmäßig verteilt. Das heißt, wir erzielen eine dauerhafte Bindung, eine sogenannte Emulsion. Das nennt man so in der Fachsprache, wenn Sie zwei Flüssigkeiten dauerhaft miteinander verbinden. Und das ist im Prinzip der Grundstock einer Vinaigrette, eines Essig-Öl-Dressings. Die Zutaten gut verrühren. Jetzt geben wir etwas Zwiebeln hinzu und Schnittlauch. Sie haben auch die Möglichkeit, andere Kräuter zu verwenden. Schnittlauch ist deshalb geeignet, weil es auch zu der Zwiebel sehr gut passt, weil es ja auch so ein ganz leicht ein wenig scharf ist. Dann ist unser Grunddressing, die Vinaigrette, fertig und können das jetzt über den Salat geben. Und beim Salat habe ich jetzt Folgendes. Ich habe einen klassischen Feldsalat genommen, schön geputzt, habe ihn ganz gelassen, also noch mit dem Strunk unten dran. Dass also wirklich, dass er schön fest zusammenbleibt. Dann haben wir den schön auf den Teller angerichtet mit ein bisschen Paprika. Holen uns jetzt unser Dressing. Und das würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie das Dressing über den Salat träufeln. Dass Sie das so über Ihren Salat geben, hat den Vorteil, dass der Salat länger frisch bleibt, dass er genauso viel Dressing bekommt, wie er braucht und nicht zu stark einsackt. Denn mehr wie ein Salatblatt an Flüssigkeit aufnehmen kann, kann es nicht. Den Rest gibt es ab und das läuft dann auf den Teller unten vorbei. Dann ist der Salat fertig und das Dressing auch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal in der Kochschule Edertal.